Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Beyond Good and Evil. In der letzten Folge haben wir angefangen, den ersten Abschnitt der Schlachthäuser des inneren Sanktums, sag ich mal, des inneren Sektors zu infiltrieren. Und heute machen wir weiter. Wir haben auch eine Perle gefunden. Eine Perle gefunden, ganz schön. Und jetzt machen wir hier weiter. Jetzt belege ich gerade genau, das hier war so ein Abschnitt. Genau, das war ein, wie kam man nochmal, ich muss kurz überlegen, denn es gibt hier auch wieder einen versteckten Bereich und ich kann durch den ganzen Level sehen, wegen der doofen Kamera. War das nicht so, dass ich mich hier wieder in einer Kiste festhalten konnte? Ach, stimmt. Genau, die Kisten werden dann hier hinten gepackt. Und dann können wir da lang. Hier gab es aber noch wieder ein bisschen Secrets. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie man hinkam. Und wir wollen nicht durch das Level sehen, durch den Level sehen können. Aua. Das hat wehgetan. Und so. Ja, die Kamera. Ich habe sogar fast den Eindruck, dass die Kamera hier ein wenig mehr stört als bei der PS2-Fassung. Jetzt weiß ich übrigens wieder, wie man da unten hinkam. Nämlich hier lang. Genau. Hier war der geheime Weg. So, und nichts anderes war das. Hier finden wir ein paar Kisten, die wir zerdeppern können. Und hier finden wir auch noch was. Zwei Boost-Kapseln und ein PB-1. Wunderbar. Die PB-1 heilen uns auch. Eine sehr nette Dreingabe. Und ich kann die Kamera gerade nicht verändern, ja? Also, ich kann nicht verhindern, dass wir gerade durch den Level gucken können. Aber im Vergleich zu den Bugs, die ich beim ersten Anspieltest hatte, ist das nur eher ein geringfügiger Bug. Da war das Spiel teilweise unspielbar, so hat es geflackert und geflimmert. So, hier kommen wir natürlich nicht durch. Sieht man. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier lang. Ja. Da haben wir uns gerade die Secrets geangelt. Und wumm. So. Also, kannst du schon was erkennen? Ah, Double H ist hier. Nichts Belastendes. Wir müssen einen Eingang in die Zentralhalle finden. Okay. Das tun wir. Aber erstmal speichere ich. So. Diese Minen umgehen wir einfach mal gekonnt. Und begeben uns hier hin. Hä? Ah, die Viecher. Achtung, Missy! Erinnert ihr euch? Wir haben mal eins von diesen Viechern fotografiert. In einer der letzten Folgen. Das Spiel hat einfach echt coole Musik, muss ich sagen. Respektiere das Heimteam, Kapitel 12. So. Ich weiß noch, einmal haben die Gegner mich ziemlich platt machen können. Au, au. Warte auf Befehle, Miss Jane. So. Du brauchst keine Befehle. Das geht schon. Respekt, Miss Jade. Gute Arbeit. Definitiv. Von dir aber auch. Na komm, ich will alle Credits haben. So, dann die beiden Kisten hier noch. Wir nehmen alles mit, was wir finden. Denn wir brauchen ja bald viel Geld. So,
Ich könnte jetzt gegen die Kiste stoßen und dann hochklettern, aber ich lasse das lieber Double A's machen, denn der... Sie kommen in der Zentralhalle aus. Wir treffen uns später. Okay, denn es wäre besser, wenn er das macht, wenn er dagegen haut und ich dann hochkletter, weil sonst bin ich zu lahm. Ich muss kurz gucken. Genau, wir haben die hiesige Perle eingesammelt. Es gibt noch da unten eine. Und hier in einem obersten Sektor, in einer dritten Etage, hier in einer zweiten noch und da in einer dritten Etage. Ja. Und so. Ich hab da was gesehen. Nein, hast du nicht. Tu doch nicht so. Komm nicht um die Ecke. Nichts. Ja, was hast du denn erwartet? Etwas? Also wirklich. Tja, so kann man das auch machen. Hier gibt es nichts Relevantes. Hier muss ich einfach nur vorbei. So. Zentralhalle. Die Kisten zerhaue ich. Da lasse ich mir nichts sagen. Ich hab da was gesehen. Nein, hast du nicht. Boah. Trotzdem hast du nichts gesehen. So. Genau, den muss ich mit dem Disk erledigen. Weil sonst macht er nur Probleme. Ich weiß auch gar nicht mehr, bewegt er sich. Nicht, dass ich jetzt dahin schleiche und dann bewegt er sich unpassend. Aber ich glaube, der bewegt sich nicht. Den können wir mit einem Disk aushalten. So, dann geh mal baden, ne? So. Ausmachen. Und hin da. So. Hier jede Menge einsammeln. Und hier ein paar Starkos kaufen. So. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Echt? Wusste ich nicht. Ich nehme mal 3 Starkos nebenbei. So. 3 Starkos, 3 Herzen. Da drüben ist was. Nein. Ist das auch wieder so etwas, wo ich den aushalten muss? Genau, nur diesmal bewegt er sich auch. Aber es hat geklappt. Ja, da fällt er runter. Und wir haben freie Bahn. So. Hier lang. Ihr seht, klappt gerade ziemlich gut. Wir kommen gut voran. Hier brauchen wir eine Sicherung, die wir da vorne haben. Und was haben wir da hinten? Doms. Sarkophage. So, beide ausgeschaltet. So. Erlegt, erlegt. Und was haben wir nun da hinten? Lass mich das mal untersuchen. Oh. Mission. Musik. Dom-Sarkophage. Ja, ihr seht, wir haben das erste Foto nicht. Das macht aber nichts, da man die Reihenfolge, in der man die Fotos macht, selbst bestimmen kann hier. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, nein, ich mache zuerst Foto Nummer 3 und dann Foto Nummer 1 und dann Foto Nummer 2. Kann man sich selber aussuchen, wie man das, wie man die Reihenfolge angehen will. So, jetzt hol ich mir die ganzen Kisten hier. Damit haben wir das erste von 3 Beweisfotos. Und fahren zurück.
damit sind wir in diesem Abschnitt übrigens komplett fertig. So. Es gibt pro Teilabschnitt ein Foto zu machen. Und wir können jetzt zurück zum Schiff. Ja, wirklich. Können wir. Und ich erinnere mich jetzt wieder, 1 bis 2 Starkos verbleiben in jedem Automaten. Okay. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ja, ja. Es passiert also nie, dass die Automaten komplett leer sind, sondern sie enthalten immer 1 oder 2 Starkos oder werden komplett neu aufgefüllt. Wie bei den Mamagos, da werden die immer aufgefüllt. Oh. Dieses Brummen der Minen hat was Bedrohliches, nicht wahr? So. Und weiter geht's. Der nächste Abschnitt lauert... Wo war das? Da musste ich irgendwo hochfahren, aber nicht hier. Genau, hier muss ich hochfahren. Hier lauert dann Abschnitt Nummer 2. Ich fahre jetzt am besten hier einfach mal hoch. So. Und jups, da sind wir. Oh. So, Abschnitt Nummer 2. Jetzt. Das wird, glaube ich, ein Kampfabschnitt? Weiß ich gar nicht mehr. So. Und ich muss dann nochmal gucken wegen, ja, wegen dem ersten Abschnitt. Ob ich dann nicht etwas falsch verstanden habe, ein bisschen. Genau, hier muss ich dann lang. Also wir treffen uns später wieder. Okay. Manchmal muss man das Team auflösen. Genau. Carson und Peter, Seite 824. Diese beiden haben doch irgendwie so allem was zu sagen. Was militärische Belange betrifft. So. Den erledigt man ganz einfach. Einfach auf den Schalter drücken. Batsch! Tja, du bist unter Beschuss. Für eine Sekunde. Und dann bist du tot. Zap. Ganz leicht. Einfach jeweils ausweichen. Und wir sind drüben. Sehr schön, hier die Kiste. Die beiden, die jeweiligen Abschnitte sind nicht so lang. Wenn es mich recht entsinne. Oh ja, das wird lustig. Wir dürfen nur nicht hier oben sein, wenn sich die Soldaten drehen. Im Nebel können die uns nicht sehen. Ja, da drehe ich mich lieber hier hin. Problem ist, die beiden könnten uns auch vielleicht sehen. Ja? Ich hab da was gesehen. Ich gehe. Nee, du. Ich hab da was gesehen. Nee, du. Aus. Ja, jetzt bin ich leider im Begriff auszuweisen gewesen, aber hab's leider falsch gemacht. Bin leider falsch ausgewichen. Ich gehe. Halte die Augen offen. Zum Glück ist hier auch Nebel. Gut, die gehen wieder auf ihren Posten zurück. Alles klar. Gut. Hier vorbei. Müssen wir aufpassen. Nicht, dass die beiden eventuell noch eine Gefahr darstellen. Jetzt kann ich rüber. Jetzt muss ich warten. Okay, ich muss vor allem eben auf die beiden achten. Der da hinten ist egal. So. Und jetzt noch einmal aufpassen. Das reicht. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg, Jungs. Macht euch mal nichts in die Hosen. Ich bin schon weg.
Ja, ich lasse euch jetzt in Ruhe. So, wie war das noch gleich? Ach ja, das war so ein kleines Mini-Event. Ich muss nochmal kurz gucken, wegen Tieren oder Perlen. Hier, genau, hier gab es ja keine Tiere. Hier gab es nur im Obergeschoss eine Perle, genau. So, jetzt muss ich eben ein kleines Event schaffen. Und einfach schnell genug sein, bevor das Rum wieder aktiv ist. Aber ihr habt es gesehen, das war kein Problem. So, setzen wir mal die Sicherung ein und fahren mit dem Aufzug nach oben. Und ich habe ja gesagt, im Obergeschoss war noch eine Perle zu finden. Die holen wir uns natürlich. Ich meine... Hä? Oh oh. Uncool. Bam. So, das war das. Die beiden konnten uns jetzt auch nichts wirklich aufhalten. So. Ja, futtern wir mal die Perlen. Ich wechsle auf die Starcore zurück. So. Erstmal hier alles zerstören. Und jetzt erstmal gucken, was wir hier drin haben. Ich sehe schon was. Ein Kababs. Eine Büchse Kababs und ein Starcos. Sehr gut. Ach genau, ich erinnere mich, wir kommen hierher. Hier längs. Her. Was mache ich denn da? Ja, die Kartensteuerung ist nicht ganz einfach. Ach, ich sehe gerade. Da hinten irgendwo ist eine Perle. Und hier ist ein Abschnitt, den wir auch ruhig machen können, wenn wir wollen. Wir werden angegriffen. Eindringling! Eindringling! Oh oh. Ich bin schnell hier rein. Dann kann er mir nicht mehr gefährlich werden. Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Nein. Hier haben wir nämlich eine Boost-Kapsel und einen PB1 zu finden. Und ich glaube, ich glaube. Alarm! Aua. Bitte Erlaubnis, Stark ausnehmen. Bestätigt. Zum Glück reißt der Laser nicht weit genug. So. Jetzt. Mach mal Ruhe hier. Eindringling, Eindringling. Muss ich auch in die Mine treten, wa? Alter, die Kamera. Kamera! Kennt ihr diese... Moment. Nach dem Kampf. So. Kennt ihr diese Kameraschwenks, die... um 180 Grad wenden, während man zum Beispiel durch eine Tür geht oder so, kennt ihr da diese Kameraschwenks, die so schwenken, dass man, wenn man die Kameraschwenks nicht kennt, aus der Tür rausgeht, anstatt durch die Tür reingeht, wenn man reingehen wollte? Sonst den nervigen Kameraschwenks. Nee, kein Alarm. Lass mich mal in Ruhe, ja? So. Jetzt ist alles ruhig. Und wir können weiter. So, und da sehen wir schon die Perle, die wir haben wollen. Ich muss mich kurz überlegen, wie man da reinkommt. Shuttles ohne Markierung. Damit transportieren sie die Opfer. Anscheinend. Und ich weiß wieder, wie man da hinkommt. Aber das wird nicht so leicht. Seht ihr da den Lüftungsschacht? Da müssen wir hin. So. Eindringling! Eindringling! Ja, das sind nämlich solche, die von so einem Todeslaser unterstützt werden. Das heißt, wir sollten hier möglichst nicht entdeckt werden. Aber ich würde sagen...
alles weitere. Damit transportieren sie die Opfer. Ja, ja. Aber alles weitere, Leute, machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Beyond Good and Evil. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie auch die letzten. Ich hoffe, dass auch euch die gefallen haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte kommentieren, wenn ihr wollt. Denn ich würde mich über mehr Kommentare freuen, denn dann weiß ich nämlich, gefällt es euch nicht. Oder habt ihr Verbesserungsvorschläge oder habt ihr Wünsche, worauf es eingehen könnte, oder habt ihr einfach Tipps. Denn ich bin offen für Tipps, ich mag Tipps, soweit sie hilfreich sind und nicht einfach nur Tipps sind, die ich sowieso schon befolgt habe in einer späteren Folge oder so. Naja, egal. Ich würde einfach mal sagen, das war's. Und Tschüssikowski, Leute.